Hallo, ich bin Patrick vom Restaurant Filet of Soul und ich zeige euch heute, wie ihr eure Weihnachtsente für euer Weihnachtsessen problemlos und schnell zubereiten könnt. Die Ente, die wir hier verarbeiten, ist vom Schönmoorer Hof. Das ist ein Geflügel- und Landwirtschaftshof zwischen Bad Segeberg und Neumünster. Das Geflügel hat da auf jeden Fall genug Auslauf. Das ist ganz wichtig, weil es dann vernünftig wachsen kann. Kräftig genug ist, der Geschmack kräftig ist. Das ist ein sehr großer Vorteil. Wir haben hier halt ein frisches Tier. Darauf sollte man eigentlich immer achten. Das heißt also, die sind trocken und nicht so nass, wie wenn man ein tiefgekühltes Tier hätte. Und das ist von der Qualität auf jeden Fall besser, weil die Enten dann nicht so trocken werden. Ich fange jetzt an, die Ente bratfertig zu machen. Das heißt also vorzubereiten zum Füllen. Dazu schneide ich vorne den Hals ab. Den benutze ich nachher mit allen anderen Abschnitten dazu, um die Soße anzusetzen. Dann schneide ich den Stert ab. So, hier hinten. Jetzt kommen die Flügel an die Reihe. Dazu kann man die Ente hier hochnehmen und hier einschneiden auf den Knochen. Dann bricht man das Gelenk. Schneide das hier durch, so, und dann kann man, wenn man das nach unten zieht und den Flügel festhält mit dem Messer und gleichzeitig schneidet, kann man das genauso abmachen, dass der Knochen komplett frei von Fleisch ist. Das machen wir mit dem anderen auch. Was ihr hier seht, die Ente hat halt noch Innereien, die sind nicht in so einem Plastiksack, wie man das sonst kennt, bei tiefgekühlten Enten, sondern das ist ganz normal. Das ist hier der Magen, das Herz und die Leber. Jetzt fangen wir an, die Füllung für unsere Ente herzustellen. Dazu benötigen wir Zwiebeln, Äpfel, Orangen und Rosmarin und Thymian. Die Füllung ist jetzt fertig und wir haben hier die Äpfel und die Orangen und die Zwiebel. Wir haben die Kerngehäuse drin gelassen bei den Orangen und den Äpfeln, weil diese Füllung hauptsächlich dafür da ist, der Ente Geschmack zu geben und auch Feuchtigkeit abzugeben. Das heißt also, die Ente bleibt saftiger mit der Füllung. Die Ente ist jetzt bereit zum Füllen und das werden wir hier gleich mal machen. Und dafür werden wir sie vorher erst einmal würzen. Das heißt mit Salz und Pfeffer. Wir würzen sie von innen und außen mit Salz und nur von innen mit Pfeffer, nicht von außen mit Pfeffer, weil der Pfeffer verbrennt auf der Ente und hinterlässt so Punkte. Das sieht nicht so ganz so schön aus. Dafür pfeffern wir gleich die Füllung. Und ist das einfacher, dass der ganze Geschmack auch innen an die Ente kommt. Man muss sich halt bewusst sein, dass diese Füllung dazu da ist, ich glaube, man kann das besser so sehen, diese Ente von innen auch mit Dampf zu garen. Das heißt also, es fängt an zu kochen und die ganzen Geschmäcker kommen raus und gehen dann auch in die Ente rein. Wir verschließen diese Ente jetzt mit einem Spieß, damit die Füllung beim Garen nicht rausfällt oder rausquillt. So, das geht immer so mit so einem großen Schaschlikspieß. Abmachen, dann ist die Ente geschlossen und wir können sie zum Garen gleich in den Ofen geben. Wir geben die Ente jetzt bei 200 Grad
normaler Hitze oder 180 Grad Umlufthitze für 2 Stunden in den Ofen. Wir haben unter die Ente extra eine tiefere Wanne mit Wasser gegeben, damit die Feuchtigkeit dieses Wassers die Ente saftiger hält beim Garen. Zusätzlich ist es so, dass das Fett und die Feuchtigkeit der Ente, der Saft, unten in die Wanne läuft und man dann ständig die Ente, also das heißt ständig, also circa alle 15 Minuten mal die Ente mit diesem Saft übergießen kann. Das macht die Ente noch saftiger und noch knuspriger. Nach circa 1,5 Stunden könnt ihr mal checken, ob die Ente gar ist. Das heißt also, ihr nehmt sie einfach raus, stecht mit einem Messer leicht oberhalb hinter die Keule, guckt, ob der austretende Saft klar ist, weil dann ist sie gar. Das heißt, solange er noch milchig ist und leicht trüb, ist das Eiweiß noch nicht geronnen an der Keule und die Ente muss noch ein bisschen länger drin bleiben. Wir holen unsere Ente jetzt raus, weil die ist nämlich jetzt fertig. Jetzt kommen wir zum Frangieren der Ente. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die Ente ist ja auch noch heiß. Wir entfernen diesen Schaschlikspieß oder Stocher, damit die Ente ja zusammengeblieben ist. Und fangen jetzt an, die Ente an der Keule auseinanderzunehmen. Das heißt also, wir schneiden hier oben ein, unten. So. Wir können die Ente, sobald sie gar ist, sieht man auch schon wunderbar vom Knochen lösen. So. Hier abknicken die Keule. Dann haben wir noch die Knochen schon durch. Hier nämlich. So, hier die erste Keule. So, dann die zweite. Zweite Keule und jetzt kommt die Brust. Das heißt, oben auf dem Rückgrat einschneiden. So. Und dann sieht man hier, kann man diese Brust mit dem Messer lösen. So, bis zum Knochen runter. Hier kann man reinschauen. Und dann bis zum Flügelknochen, den wir ja so schön freigelegt haben vorhin. Und der dann jetzt nach dem Garen auch richtig schön aussieht. Und dann kann man hier das Gelenk durchtrennen und hat eine perfekte Brust mit einem sauberen Knochen. Ich denke, so stellt man sich das auch vor. Hier nichts mehr. Es geht auf der anderen Seite genauso. Also wir haben jetzt hier die Ente für euch fix und foxy angerichtet und ich hoffe, unser Beitrag hat euch gefallen und wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt dazu, könnt ihr einfach das Rezept dafür auf unserem Blog abrufen und anschauen. Wenn ihr aber dieses Weihnachten ein bisschen mehr Zeit mit euren Lieben verbringen wollt, dann bestellt die Ente doch einfach bei uns. Wir machen sie für euch. Ruft uns an.